Ja, herzlich willkommen zu UnUniTV-Session zum Thema Creative Commons. UnUniTV ist ja ein neues Webformat, was sich sehr stark mit Video, Web, Film, neuen Bezahlmodellen im Internet beschäftigt. Wir nutzen immer Google Plus und streamen das, und wir haben heute eine ganze Menge spannender Referenten hier im Google Plus, und ihr könnt uns über Livestream verfolgen. Ihr könnt uns über die Social Media Kanäle, also über Twitter und über Facebook, könnt ihr uns Fragen stellen. Die kommen dann hier in den Session rein und werden dann aufgenommen. Ja, mein Name ist Carsten Wenzhoff, ich bin einer der Koordinatoren des OHU-Urheberrechts. Das ist sozusagen eine Arbeitsgruppe, die im Internet und Gesellschaft Collaboratory aktiv ist, sich mit der Urheberrechtsreform beschäftigt, und dort verschiedene spannende Fragen gemacht. Und diese UnUniTV-Session ist jetzt eine gemeinsame Kooperation des Collaboratory mit UnUniTV, und wir planen das auch noch auszubauen, diese Kooperation. Dazu am Ende etwas mehr. Jetzt geht es zum Thema Creative Commons. Ich hoffe, das wird eine recht spannende Geschichte. Vielleicht kurz zum Ablauf. Am Anfang wird Michael Hirschfeld, den ich gleich vorstelle, ein paar einführende Worte sagen zur Herkunft von Creative Commons und wie das für Urheber relevant sein kann. Und dann haben wir verschiedene Leute hier im Hangout, die mit uns zusammen das Thema diskutieren werden. Ich fange mal, bevor ich Michael vorstelle, an. Bei mir ist das jetzt hier von links nach rechts. Bei euch sieht das vielleicht ganz anders aus, aber vor der gelben Wand ist Christian Henner-Fehr, ist Betreiber des Kulturmanagement-Blogs, beschäftigt sich viel mit Transmedia Storytelling, ist einer der Gründer der START-Konferenz, die auch dieses Jahr wieder stattfindet und gerade auch gecrowdfundet wird, Christian, ne, wenn ich das richtig sehe. Ist also einer, der sich viel über digitale Formen der Monetarisierung und der Verbreitung von Inhalten Gedanken gemacht hat. Mit dem schönen hölzernen Möbel im Hintergrund, das ist Hans Haffner. Hans Haffner ist Musikkomponist, hat auch schon über diverse Crowdfunding-Plattformen schon seine Projekte gefundet, beschäftigt sich also sehr, sehr intensiv mit dem Thema Urheberrecht, mit der GEMA, diskutiert das sehr oft auch in sehr kontroversen Streits mit Piraten und anderen Leuten. Also ist über das Twitter-Account Hans Haffner, kann man das immer sehr schön verfolgen. Und er wird sozusagen heute auch seine Perspektive darstellen, wie aus Sicht von Urhebern da Creative Commons genutzt werden kann und auch welche Probleme es da auch generell geben könnte. Ja, dann haben wir Lukas Schneider, ist sozusagen mit dem schönen Fenster im Hintergrund. Genau. Lukas ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Agnes Krumwiede. Er ist an der die Agnes Krumwiede ist wiederum kulturpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, und Lukas beschäftigt sich auch schon sehr, sehr lange mit dem Bereich Creative Commons. Er hat mit anderen, die im OHU mitarbeiten, darüber nachgedacht, welche Rolle eigentlich Creative Commons spielen müssten für kommerzielle Anbieter. Und er wird uns dazu auch später noch ein paar Anmerkungen auch noch geben. Ja, dann ganz rechts bei mir seht ihr Wolfgang Gumpelmeier. Das ist der Social Media Moderator und einer der Gründer von UnUniTV. Und Fabian, der technische Moderator, der ist jetzt nur noch im Schwarz zu sehen. Der sozusagen kümmert sich um den Livestream. Und jetzt kommen wir zu Michael Hirschler. Michael Hirschler ist Journalist, arbeitet sozusagen auch, beschäftigt sich sehr intensiv mit urheberrechtlichen Themen, betreibt das Freien Blog beim Deutschen Journalistenverband, beim DJV. Er hat selber auch einen rechtlichen Hintergrund, hat Jura studiert, glaube ich sogar, ne, bis zum ersten Staatsexamen oder sogar darüber hinaus, ne, bis zum ersten Staatsexamen, oder wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Sonst kannst du mich auch gleich nochmal korrigieren. Und ihn findet unter dem Twitter-Account Freie. Ach so, und dann, Moment, wir haben noch einen vergessen, bevor du loslegst, weil John ist sozusagen hier so schwer zu sehen. John Weizmann ist auch im OHU aktiv als Teilnehmer. Er ist im Lenkungskreis des Collaboratory, das heißt, die sozusagen das Gesamtstrategie des Collaboratories vorgeben. Seit Jahren auch aktiv bei Creative Commons Deutschland, und auch einer der bekanntesten Köpfe, wenn es um die Urheberrechtsdiskussion geht. Wir haben also
Wirklich eine Reihe von sehr, sehr spannenden Referenten heute da und nutzen das gleich, um eine gute Diskussion zu machen. Also Michael, ich übergebe an dich, dass du vielleicht mit deinem einführenden Vortrag beginnst. Okay, ich hoffe, ich bin zu hören, denn ich sehe immer nur einen. Aber wir werden es noch testen. Okay, also ich gehe jetzt mal in die Vollpräsentation, dann sehe ich keine Menschen mehr, aber das werden wir ja hinbekommen. Also ich gehe jetzt davon aus, dass alle das gut sehen, ja, so einen Sinn und Unsinn von Creative Commons. Und ich interpretiere das so natürlich zu dem Thema, ich erschaudere natürlich jetzt, wenn ich jetzt in Demut natürlich, wenn ich jetzt höre, dass hier ein führender Kopf von Creative Commons da sitzt. Das wird aber die Diskussion umso spannender machen, denn er wird natürlich sagen, ich habe keine Ahnung, aber das ist immer ganz gut, keine Ahnung zu haben, auch als journalistischen Ansatz, um ein Thema zu diskutieren, um Provokationen durchführen zu können. Und da noch der Hinweis, ich bin eher kein Journalist, auch wenn ich möglicherweise mich manchmal so geriere. Ich bin eher Jurist, auch mit diesem zweiten Examen und so weiter. Insofern hat es natürlich auch eher juristischen Einschlag als jetzt journalistischen. Ganz kurz, bevor wir zu Creative Commons kommen, wir sind ja in Deutschland und da gibt es ja erstmal ganz allgemein ein Urheberrecht. Warum beschäftigen wir uns überhaupt so viel damit? Jetzt die Überlagerung da unten nicht so ernst nehmen, dass irgendwas mit der Michael? PowerPoint gerade, jedenfalls bei mir läuft da nicht so ganz. Michael, sieht man, ja? Ja, man sieht kurz unterbrechen. Also, okay, genau. Also das Urheberrecht ist für unsere Klientel, die Journalisten, sozusagen das Arbeitsrecht, weil es gibt neben dem allgemeinen Vertragsrecht, dass man, wenn man Beiträge anbietet und den allgemeinen Geschäftsbedingungsgesetz und dem Tarifvertragsgesetz, gibt es keine wirkliche andere Materie, aber das Tarifvertragsgesetz, also mit Tarifverhandlungen, können wir nur für Arbeitnehmer und für sogenannte arbeitnehmerähnliche Personen schließen. Also es gibt zum Beispiel Tarifverträge, Urheberrecht an Rundfunkanstalten. Das ist zum Beispiel auch interessant für alle diejenigen, die fordern, dass in Zukunft Creative Commons an Rundfunkanstalten generell gelten soll. Dann müsst ihr natürlich, oder dann muss man, wenn man das will, sich natürlich auch mal mit den Tarifvertragsparteien sehen, die natürlich für die arbeitnehmerähnlichen Freien an Rundfunkanstalten anderes vereinbart haben. Dort steht natürlich nicht drin, dass es Creative Commons dann passieren kann, sondern dass Nutzung durch die Rundfunkanstalt, die zum Beispiel durch eine DVD stattfinden, die dann verkauft wird, dass es davon Ausschüttungen an die Urheber gibt. Darüber hinaus gibt es aber sonst kein Recht. Deswegen ist das Urheberrecht für uns die einzige Maßgabe für die sogenannten hauptberuflichen Freien, also die, die nicht arbeitnehmerähnlich sind, also die Leute mit dem Bauchladen, wirklich sozusagen was rauszuholen. Und deswegen, nur der ein oder andere versteht das immer nicht, warum beschäftigt ihr euch eigentlich mit dem Urheberrecht? Ihr seid doch so ein Journalistenverband. Wir beschäftigen uns halt damit, weil wir so gut wie keine andere Möglichkeit haben, für unsere freien Mitglieder, die nicht arbeitnehmerähnlich sind, was rauszuholen. Und wir klagen ja zum Beispiel auch zurzeit gegen den Springer Verlag, gegen dessen Vertragsbedingungen. So, das nur deswegen, weil das für uns wirklich das Arbeitsrecht ist, nehmen wir das sehr ernst. Das Urheberrecht hat drei Funktionen in Deutschland. Ja. Angehörige und Urheber und ihre Angehörigen, zum Beispiel bei frühem Tod und so weiter, sollen an dem Erfolg der Werke wirtschaftlich beteiligt werden. Es sind aber auch die persönlichen Rechte zu schützen gegen sinnwidrige Änderungen, weil als Journalist habe ich einen Ruf und außerdem meine Interviewpartner, die wollen auch nicht unbedingt, dass jeder mit ihrem Foto oder mit ihrem Beitrag machen kann, was er will. Und natürlich ist die Frage, ob ich auch mal aus meiner Geschichte, die ich habe, also das, was ich veröffentlicht habe, auch wieder heraustreten kann. Das Urheberpersönlichkeitsrecht. Kann ich Beiträge zum Beispiel zurückholen, ändern, wenn meine eigene Meinung sich ändert? Oder die Sachlage. Das Urheberrecht gilt auch lange, bis zu 70 Jahre nach dem Tod. Warum? Das eine ist natürlich der postmortale Persönlichkeitsschutz. Man möchte nicht. Michael, ganz kurz, ich muss ganz kurz unterbrechen. Michael? Die Slides wechseln. Ich muss ganz kurz unterbrechen, wir sehen die Slides nicht, da gibt es anscheinend ein technisches Problem. Und vielleicht, weil wir wirklich nur eine Stunde haben zur Diskussion, am besten gehst du wirklich unmittelbar in die Diskussion zu Creative Commons. Weil wir sonst nicht mehr die Diskussion dafür können. Michael, aber warum sehen wir die Slides nicht? Gibt es da irgendwie nochmal. Wir sehen die Slides hier im Hangout, aber. Die Slides sind sie wechseln nicht. Die Slides wechseln nicht, oder? Also ich sehe sie, aber. Du warst aber nicht mehr auf der ersten Slide, glaube ich. Anscheinend nicht, oder?
Augenblick, ich gucke mal. Jetzt sieht man was Neues, sonst muss ich das einfach immer mit jeder neuen PowerPoint einfach nochmal neu teilen. Vielleicht ist das Einfachste. Sieht man jetzt was Neues? Ja, jetzt sieht man was Neues. Genau. Wie lange gilt das Urheberrecht? Ist es jetzt auch. Nee. Genau. Das ist, aber jetzt. Jetzt sieht man das wieder. Ich glaube, sobald du in den Vollbildmodus gehst, sieht man das nicht mehr. Okay, dann darf ich in den. Okay, genau. Alles klar, dann darf ich so gut. Okay. So also gilt eben auch lange Zeit nach dem Tod wegen der Angehörigen, so, um sie beispielsweise finanziell zu versorgen. So. Wichtig dabei ist, und das ist auch wichtig für Creative Commons, ich verkaufe im Regelfall nicht mein Urheberrecht, sondern ich muss Nutzungsrechte vergeben oder kann Nutzungsrechte vergeben, mit denen meine Sachen genutzt werden können, meine Beiträge. Und kann sie auch, also jetzt muss ich fragen, sieht man jetzt wieder das Tortenmodell oder sieht man es nicht? Sieht man jetzt so eine Torte? Nee, man sieht keine Torte, man sieht nur die Überschrift. Die Torte, denkbare Verteilung von Nutzungsrechten, sieht man die? Auch nicht, okay, gut. Es ist so schlimm. Okay, wir kriegen das schon hin und zwar, indem wir einfach wieder sagen, Bildschirm teilen und dann gehen wir da. Achso, ja, das sieht man tatsächlich nicht, seltsam. Okay, gut, das ist ein Tortenmodell. Ja, es ist nicht so, wir gehen einfach weiter. Okay, kein Problem. So. Das Wichtige ist, man kann Nutzungsrechte auf verschiedene Leute auch gleichzeitig verteilen und ganz viele verschiedene Nutzungsberechtigte draus machen. Man kann eben zum Beispiel sagen, ich hoffe, jetzt ist was Neues zu sehen. Nutzungsrechte können vergeben werden, gar nicht nur an bestimmte Personen, bestimmte Zwecke, bestimmte Formen, zum Beispiel nur Internet und so weiter oder bestimmte Länder, zum Beispiel nicht in Österreich, wie es Thomas Bernhard mal verfügt hat. Hält man sich aber mittlerweile auch nicht mehr dran, wenn ich richtig informiert bin. Nach dem deutschen Recht ist die Nutzungsrechtsregelung in § 31 Urheberrechtsgesetz geregelt. Und es können aber auch Nutzungsrechte automatisch eingeräumt werden. Das heißt, wenn ich sage, ihr könnt das alles haben, ja, dann muss das interpretiert werden nach § 31.5. Und dieser sagt dann, ich hoffe immer noch, die Slides gehen mit, ja, das muss man mal was sagen. Das kommt nee, im auf Augenblick, ja, doch, zum ja, Teil. Zum Teil? Okay. Seht ihr die Slides? Also ich sehe nämlich keine Slides. Du musst den Bildschirm teilen, damit wir die sehen. Nee, ne? Okay, die muss ich jetzt für jedes Einzelne den... Nee, du darfst. Mal. Vielleicht deswegen konzentriere dich direkt auf Creative Commons vom Inhalt, damit wir einfach uns darauf... Nee, da habe ich auch Slides. Du kannst einfach die Slides durchgehen, aber du darfst nicht ins Vollbild gehen, dann geht es. Also wenn du so bleibst, wie es jetzt ist, sehen wir das. Jetzt sieht man was, genau. Genau. So. Wichtig dabei ist, dass die Nutzungsrechtseinräumung nach § 31.5 auch durch die Umstände bestimmt wird. Das heißt... in wem ich das für welchen Zweck anbiete. So, das heißt, das ist auch in Deutschland sozusagen möglich, dass man nicht ausführlich, sondern mit ganz allgemeinen Formulierungen schon heute auch ohne Creative Commons Rechte beliebig einräumen kann. Und damit kommen wir jetzt zum Frage, das ist jetzt ein bisschen klein zu sehen, aber das kann man ja nachher nochmal nachlesen, Verschenken von Beiträgen als Geschäftsmodell. Grundsätzlich sollte man jetzt von der Diskussion über kostenlos und so weiter, glaube ich, absehen, denn man muss sich natürlich klar machen, jeder Beitrag, den man irgendwo in die Welt setzt, der ist immer schon Allmende. Es ist vollkommen absurd zu sagen, es muss eine Allmende erst hergestellt werden, wie wir es mal mit dem Fraunhofer Institut diskutiert haben. Digital Rights Management kann letztlich nicht funktionieren, schlichtweg, so jedenfalls solange der Mensch kein Mikrochip im Gehirn hat. Da er als analoge Schnittstelle ist immer der Angriffspunkt oder der Punkt, wo man Beiträge in die Allmende führen kann und wird. Und diese Allmende, die also letztlich heißt, ich gebe etwas entweder umsonst oder für eine Einmalzahlung ab, ist ja heute auch schon Strategie von Medienhäusern, zum Beispiel Axel Springer, die wollen alle Rechte bekommen, um sie möglichst für ganz verschiedene Modelle einzusetzen, auch um sie selber zu verschenken. Also auch Springer verschenkt vieles in bestimmten Geschäftsmodellen, zum Beispiel zur Betextung von Corporate Publishing oder für werbefinanzierte Medien. Für Autoren ist das Verschenken von Beiträgen interessant als Werbewirkung. Zum Beispiel, wenn sie auf Slideshare.net gehen und Script.com, machen das viele, um für sich zu werben. Gleichzeitig darf man aber den Klaueffekt auch nicht unterschätzen. Vor allen Dingen auch die Tatsache, dass man Sachen
wo man jetzt auch offensiv sagt, das könnt ihr alle haben, anschließend nicht mehr zurückholen kann, weil es dann tatsächlich auch von vielen konsumiert wird und man kann dann auch nichts mehr oft korrigieren, weil es einfach zu aufwendig wird. Und man macht sich natürlich als Publizist auch Konkurrenz durch die eigenen Beiträge. Was man dort zum Teil absetzt, kann man eben bei anderen auch nicht mehr so gut absetzen. Deswegen ist natürlich der Einsatz von Common, also wenn es um den Sinn und den Unsinn geht, ja, den sollte man sich immer als Teil einer Strategie überlegen. Also zum Beispiel gibt es viele Leute, die sagen, sie sind Journalisten in Deutschland, die sind aber gar keine Journalisten mehr. Sie sind nichts anderes als, was gar nicht schlimm ist, sondern schön für Sie, das sind Vortragsreisende und Berater, die also schlichtweg Beratungstätigkeit machen und Vorträge jeden dritten Tag irgendwo halten, sehr gut bezahlt. Und für die macht es absolut Sinn, Beiträge kostenlos bereitzustellen in den verschiedenen Foren oder eben als Teil, was auch passiert, was eigentlich in allen Berufsfeldern jetzt passiert, Öffentlichkeitsarbeit für die eigene Arbeit. Früher waren das nur die Anwälte, Sie kennen das immer, die irgendwo kostenlose Vorträge halten, natürlich um für sich zu werben. Heute macht es jeder bis hin zum Saftblocker. Und Sie können bei Malte Welding nachlesen, jetzt gerade in der FAZ, der eben auch sagt, das Verschenken von Beiträgen im Internet hat mir bislang nur geholfen, weil er dadurch Buchverträge bekommen hat. Allerdings hat er nicht die gleichen Inhalte verschenkt im Internet. Es gibt natürlich auch Musiker, die das jetzt schon machen, aber mit denen er jetzt anschließend Geld bei den Verlagen verdient. Wichtig dabei ist, Verschenken ist durch deutsches Recht jederzeit schon heute möglich, also auch ohne Creative Commons. Sie haben, wenn Sie deutsches Recht benutzen, den Vorteil, dass Sie selber festlegen können, was erlaubt ist. Sie können es auch, wie eingangs gesagt, umgangssprachlich machen, weil das Urheberrecht ja gerade erlaubt, dass man das aus dem, was Sie sagen, allgemein erschließt. Der Ausschluss der Haftung ist natürlich, dass Sie dafür nicht haften, ist relativ klar fassbar. Sie können den Gerichtsstand dabei, wenn es Auseinandersetzungen gibt, auch nochmal klar definieren. Und Sie dürfen auch nicht unterschätzen, dass CC-Lizenzen, jetzt sagen Sie, wenn jetzt hier auch noch jemand dabei sitzt, der natürlich das seit Jahren macht, der sagt, das kann man doch gar nicht sagen, aber wenn Sie CC-Lizenzen nicht kennen, dann sind diese ganzen BYCC natürlich Dinge für viele Außenstehende recht kryptisch und bürokratisch. Also wenn ich eine Seite habe für Kinder zum Beispiel, ja, als Kinderjournalist, dann ist es wohl viel besser, wenn ich darunter schreibe, liebe Kinder, mit unserem Beitrag könnt ihr machen, was ihr wollt und bitte macht was Fantasievolles damit. Wenn Sie darunter schreiben, das ist hier aber BC, BYCC 3.0, das versteht außer dem Juristen der Kinder kein Mensch. So, jetzt sagen Sie aber, Sie wollen CC einsetzen. Die genaue Definition haben wir hier, dass wenn Experten hier vor allen Dingen dabei sitzen, brauchen wir da auch nichts dazu zu sagen. Wichtig dabei ist, dass man nochmal darauf achten sollte und nochmal immer Diskussion ganz klar sagen sollte, Achtung, das ist nicht so einfach, wie es scheint, es gibt ja sehr unterschiedliche Lizenzen. Schön zu sehen bei der Auseinandersetzung zwischen den Protagonisten Sixtus und Käse, wo also der Sixtus das entdeckt hat, dass der Herr Käse, ein Verleger, Lobbyist, dass der ein Foto von dem Herrn Sixtus, also wo ein anderer drauf abgebildet war, auf seinem Blog eingesetzt hat und hat eben vergessen, den Namen dazu zu schreiben. Weil viele Leute eben denken, wenn man CC hat, dann kann man damit auch alles machen. Es war aber eine Lizenz, die sah vor, der Name muss genannt werden. Hinzu kommt natürlich noch, jedenfalls nach deutschem Recht, was trotz CC weiter natürlich gilt, wenn Sie in Deutschland mit CC arbeiten, Unklarheit in den Regelungen der CCC gehen zu den Lasten im Regelfalle des Verwenders, nicht des Anbieters von CC. Ja, also Sie können da nicht sagen, der hat da irgendwas von CC geschrieben und deswegen habe ich gedacht, ich könnte das alles jetzt mal irgendwie benutzen. Nein, das ist dann Ihr Nachteil. Nochmal, noch deutlicher eben, Creative Commons Lizenzen sind Formulierung einer, ursprünglich jedenfalls einer ausländischen privaten Rechtsanwaltskanzlei. Und natürlich entstehen die mittlerweile auch in Diskussion. Zurzeit ist ja die Version 4.0 in der Diskussion. Aber es ist so gesehen keine internationale von Fachjuristen und internationalen auch Regierungsbehörden irgendwie vereinbarte Regelung. Es ist also eine privatrechtliche Regelung mit gewissen Undeutlichkeiten. Warum setzen aber Kreative das als Geschäftsmodell ein? Wichtig dabei ist, man sollte jetzt da sich nicht selber belügen. CC ist meines Erachtens jedenfalls, wenn ich das auch richtig nachlese,
überhaupt nicht als Geschäftsmodell für Kreative entwickelt worden. Also insofern der Satz, den wir aus anderen Diskussionen gerade gehört haben, die Gesellschaft schuldet den Kreativen kein Geschäftsmodell, das gilt auch für Creative Commons. Creative Commons schuldet den Kreativen kein Geschäftsmodell. Wer da hingeht und sagt, mit CC kann man Geld verdienen, muss man sagen, Augenblick mal, CC ist gar nicht unbedingt zum Geldverdienen da. Das ist eine Illusion. CC ist vor allen Dingen für die Idee der kostenfreien Allmende von Kulturgütern, kostenlose Bereitstellung, kostenloser Bezug zur möglichst kostenlosen und kreativen Möglichkeit von Kulturproduktion. Dass du da irgendwo ein Geschäft machen willst, kannst du gerne versuchen. Aber das ist nicht die Funktion von CC. Sorry, also das muss man mal ganz deutlich sagen. Deswegen merkt man dann auch immer, wenn die Leute, die Geld verdienen wollen, also zum Beispiel auch einige Journalisten zumindest, ja, wenn die dann sich mit CC auseinandersetzen, ich habe jetzt hier nur den Link gemacht, ich will nicht zu lange dabei bleiben, wird hier in der Diskussion auch nochmal kommen. Hier ein Kommentar, wo einer gesagt hat, ich habe CC gemacht und was war die Folge? Es wurde massiv benutzt, aber weit über das hinaus, was ich festgelegt habe. Aber es macht, ist es, da der Kreis derer, die das bezogen haben, so groß ist, und ich habe ja auch kein Geld dafür bekommen, ist es auch vollkommen verrückt, jetzt da hinterher zu gehen und zu sagen, du musst meinen Namen nennen oder du musst das und das machen. Ich will meinen Text zurückhaben. Geht nicht mehr. Hier noch ein weiterer Beitrag, den können Sie sich dann mal in Ruhe angucken, wenn Sie sich den Link dann aus der PowerPoint noch holen. Das muss man natürlich sehen. Ich will jetzt nicht, da wir jetzt die Experten haben, weil es ist hier, glaube ich, jetzt nicht so sehr CC im Detail. Also wir haben, ich habe jetzt mal 6 verschiedene CC-Lizenzen hier mal nochmal in den Slides drin und komme jetzt, wie gesagt, normalerweise stelle ich das in unseren Seminaren vor. Ich glaube, das ist hier nicht jetzt die Funktion dieses Webinars, weil es eher ein Expertenwebinar ist. Ein Rechtsunsicherheit kommt natürlich auch, das ist gerade die Debatte um nicht kommerziell, soll in 4.0 geändert werden, aber da gibt es auch schon wieder zu hören, dass einige sagen, das soll dann vielleicht ganz raus, dann sagen andere aber nein, bitte nicht. Was ist das Problem bei nicht kommerziell? Erlaubt nicht kommerziell zum Beispiel eigentlich bei genauer Betrachtung das Veröffentlichen von Beiträgen in Facebook, wo ja massiv Werbung drin ist? Ist es damit die Veröffentlichung auf werbefinanzierten Blogs erlaubt? Das ist zum Beispiel die Kritik von dem Martin Liebermann, glaube ich, in seinem Beitrag, dass er eben sagt, da finde ich dann meine Fotos in eindeutig mit Werbung bestückten Blogs. Wie ist es mit Blogsystemen, die Werbung als Grundlage haben? Was ist eigentlich bei Berufstätigen, die keine Werbung haben, aber ihren anwaltlichen Beruf, ihren gewerbetreibenden Beruf als Versicherungskaufmann, ihren Verband oder ihre Politik damit aufpolieren? Oder was ist mit einem Buch, das ich im iBookstore anbiete? Das ist ja dann gegen Geld auf jeden Fall gewerblich und wenn es kostenlos ist, im Rahmen einer beruflichen Strategie, Fragezeichen, Fragezeichen. Also das ist nicht kommerziell, ist ein großes Problem, denke ich mal, weil eben viele Nutzer es dann doch in anderen Weisen nutzen werden. Und jetzt, damit jetzt auch alle beruhigt sind, das ist jetzt auch schon wieder am Ende, war ich noch hingewiesen worden hier im Vorfeld, dass es auch eine Diskussion und eine Meinung gibt von jemandem im Netz, kann ja jemand noch den Link gleich mal posten, dass die Tatsache, dass Facebook sich das Recht zur Weiterlizenzierung der Inhalte nimmt, das bei CC zu Problemen führen kann. Das gilt natürlich, wenn man diese Meinung vertritt, grundsätzlich für fast alle Multi-Publishing-Systeme, in denen, wie bei Facebook, solche Nutzungen erlaubt sind. Das muss man natürlich auch wissen, dass man da mit einer CC-Lizenz, wenn man die hat, möglicherweise die Rechte nicht hat. Und umgekehrt, wenn man User haben möchte, dem man alles geben möchte, gar keinen Gefallen tut. Da ist es dann wirklich einfacher. Ich schreibe auf meine Seite, ihr könnt nicht kommerziell mit meinen Beiträgen machen, was ihr wollt. Im Übrigen gilt deutsches Urheberrecht, ist im Regelfalle dann wirklich einfacher, als mit der CC-Lizenz zu arbeiten. Und zum Schluss nochmal, das Urheberpersönlichkeitsrecht sehe ich also auch nochmal als Problem. Das ist auch nicht nur für Leute, die davon leben wollen, sondern auch für Leute, die schlichtweg Wert auf ihre Meinung und ihr Image legen. Sie können im deutschen Urheberrechtsgesetz, was ja viele abschaffen wollen, Entstellung verhindern. Der Remix, der gefordert wird von vielen Protagonisten der Urheberrechtsdiskussion, der Remix sorgt natürlich dafür, dass Sie nichts mehr ändern können, wenn oder das nicht mehr zurückholen können, wenn das Foto, was Sie von Ihrem Interviewpartner gemacht haben, plötzlich eine rote Nase drauf hat oder so, oder der Artikel komplett umgeschrieben wird, das ist dann weg. Und natürlich ist das Rückrufsrecht eines der wichtigsten Aspekte. Und da ist eben die Frage, wie kann ich das unter CC, also aus meiner Sicht ein großes Problem, was mache ich eigentlich mit meinen Interviewpartnern, wenn ich die einfach mal CC stelle
Und Namensrechte zum Abschluss noch, weil wir gerade dabei sind, noch der Hinweis, haben wir auch wieder einen Aktionstag am 23.04. Ist auch ein Thema, das in CC immer wieder ein Problem ist. Und auch wenn man es festlegt, de facto wird es oft gebrochen, wie gesagt, am Fall Sixtus zu sehen. Und dann darf ich im Übrigen danken für die Aufmerksamkeit und denke mal, schlussfrei für die Diskussion. Ja, vielen Dank für die Einführung. Nur als, genau, es gab eine Frage, ob du jetzt diese Folie nachher noch ins Netz stellen würdest. Nur, dass wir das vielleicht gleich mal klären. Michael, wärst du dazu bereit? Ja, klar. Ich stell gleich den Link dann bereit, okay? Sehr gut. Okay, danke. Ja, vielleicht John als ein Punkt, der sozusagen auch genannt worden ist. Erstens die Frage, auch aus deiner Sicht heraus, ist denn die verschiedenen Creative Commons Lizenzen, die es gibt, die auch jetzt kurz sozusagen angeklungen sind, sind die tatsächlich zu schwierig? Und vielleicht auch doch noch hinterher, wie funktioniert das eigentlich mal so genau, dass die Sachen weiter diskutiert werden, dass die Creative Commons 4.0 weiter und entschieden wird? Wer ist da, wer treibt das eigentlich voran? Hört ihr mich überhaupt? John, hörst du uns? Hört ihr mich? Jetzt wieder. Hört ihr mich? Das ist gut. Wir hören dich. Alles klar, gut. Wenn man sich einen herkömmlichen Nutzungsrechte-Einräumungsvertrag anguckt, wie er zwischen Journalisten und Verlagen und Kreativen und ihren Nutzern allgemein geschlossen wird, im Vergleich dazu ist der Ansatz von CC schon verhältnismäßig einfach. Und es gibt ja zudem bei den CC-Lizenzen extra eine für Normalmenschen einsehbare und verstehbare Variante, nämlich die Commons Deed, die es zu jeder Lizenz gibt. Das ist ja gerade einer der Grundpfeiler, auf denen CC aufbaut, weil man eben das Urheberrecht für die Menschen einfacher verständlich machen wollte. Wenn ich jetzt für die Kinder unter die Seite schreibe, ihr dürft alles machen, was ihr wollt, das ist natürlich ein Verzicht auf mein Urheberrecht. Den kann ich ganz einfach erklären. Da brauche ich keine ausgefeilte Lizenz. Aber das, worum es hier ja eigentlich geht, sind ziselierte Urheberrechte, die ich so einstellen will als Kreativer, dass ich hinterher davon leben kann. Und da nützt mir natürlich so eine Kindersprache nichts. Und deswegen CC versucht das schon sehr zu vereinfachen, Richtung, dass jeder Mensch das verstehen kann, auch jeder Internetnutzer, der sich nicht mehr im Recht auskennt. Aber das ist natürlich immer verbesserungsfähig und es ist vor allen Dingen noch lange nicht perfekt, weil man sieht ja, das Problem wurde genannt, das besteht tatsächlich mit der Einhaltung der CC-Lizenzen, weil irgendwie, vor allen Dingen auch von Leuten, die CC irgendwie, weiß nicht, diskreditieren wollen, wird es immer so als dieses, was jetzt auch kam, eben Verschenken von irgendetwas dargestellt. Und das führt bei den Nutzern dazu, dass sie denken, ach CC, ja damit darf ich ja alles machen. Und dann wundern sie sich, dass da noch Bedingungen dran hängen, die sie gar nicht gesehen haben, weil sie tausendmal gehört hatten, CC, das ist so verschenktes Zeug. Das heißt, das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, wer da jetzt sozusagen der Auslöser dafür sein soll, dass alle denken, mit CC-Material könnte man alles machen, ohne sich an irgendetwas zu halten. Der Witz ist ja gerade bei CC, dass man gewisse Bedingungen einhalten soll, nämlich die Namensnennung, auch bei Herrn Sixtus, und die Quelle der Lizenz zu nennen, um das nachzuvollziehen. Und dass das nicht eingehalten wird, ist ein Problem, aber ich sehe das jetzt nicht so sehr auf Seiten von CC, dass das nicht klar genug gemacht würde, was man einhalten muss, sondern dass so ein bisschen auch das Image aufgebaut wurde, auch ganz gezielt zum Teil, dass CC irgendwas Verschenktes sei. Aber lass uns doch mal, dann ja, darf ich ganz ein Beispiel kurz, ganz kurz, wo jemand Creative. Ja, Wolfgang, warte, lass uns eine Frage stellen, dann würde ich sofort dann dazu kommen. Ja. Gleich, ja. John, vielleicht nur einfach als Ergänzung, dann erklär doch nochmal kurz, wo du aus deiner Sicht siehst, wie jemand eine Creative Commons Lizenz nutzt, wo er quasi nicht seine Inhalte verschenkt sozusagen. Was ist der Unterschied zwischen die Inhalte zu verschenken, sagen wir frei ins Web zu stellen und gar ganz sagen und eine Creative Commons Lizenz zu verwenden? Naja, ich hab Creative Commons Lizenzen, bei denen verschenke ich es praktisch. Aber es gibt eben auch CC-Lizenzen, die das einschränken und die sagen, es darf zum Beispiel nicht bearbeitet werden. Ich verschenke das jetzt nicht bedingungslos. Ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt, sondern es darf nicht bearbeitet werden. Oder es darf nicht kommerziell genutzt werden. Das Problem wurde ja auch schon genannt, was ist nicht kommerziell, aber wenn ich als Person unter meine Seite irgendwo schreibe, nicht kommerzielle Nutzung, habe ich nichts gegen. Da weiß auch niemand, was ich damit meine. Also das Definitionsproblem, was
PC mit diesem Merkmal nicht kommerziell hat, das ist ein universelles. Das hat jeder, der Leuten erzählen will, mit kurzen Worten, was er, dass er nicht kommerzielle Nutzung nicht kommerzielle Nutzung erlaubt und das kommerzielle nicht. Das heißt, an dem Punkt ist es auch wieder eine Sache, das kann man jetzt nicht unbedingt CC vorwerfen, dass das so vage ist. Man könnte natürlich diese Definition einengen, das war ja auch jetzt schon angesprochen in der Diskussion um 4.0. Und damit hat man aber wieder Seiteneffekte, die man vielleicht nicht haben will. Es gab dazu eine Studie, wie die Nutzer im Netz das nicht kommerziell verstehen. Und da hat sich gezeigt, was eigentlich sehr gut ist, dass die Nutzer, die auf der Nutzerseite sind, nicht die Kreativen, die es einstellen, das strenger sehen letztlich, also sich quasi nicht das erlauben, was sie bei einer anderen Definition des Begriffs sich vielleicht erlauben würden, sondern eher vorsichtig sind. Das heißt, dass die Nutzer es strenger sehen als die Kreativen, die Sache rausgeben. Und dadurch ist so eine Balance entstanden. Wenn man jetzt an diesem Begriff und an der Definition in der CC-Lizenz schraubt, ist halt unklar, was dann passiert. Deswegen im Moment sehe ich nicht, dass die genauer gefasst werden wird. Aber das ist natürlich das ist ein Kernproblem, was seit Beginn des Projekts mitspielt. Ja, Wolfgang, du hattest eine Frage, die über die Social Media Kanäle kam. Genau, also beziehungsweise einen Kommentar dazu. Eine Frage. Ein Kommentar von Astrid, die sich fragt, ob das deutsche Urheberrecht tatsächlich so viel einfacher ist als Creative Commons. Also ob man sich da ebenso kompliziert ist. Und sie findet, dass die Creative Commons Lizenz Rechteklärung ermöglicht und für sie hat das nichts mit Verschenken zu tun. Die Frage ist ja, glaube ich, jetzt auch schon ein bisschen geklärt worden, zumindest aus Sicht des Creative Commons Lagers. Ja. Ja, also wenn ich dazu nochmal kurz was sagen darf, was ja auch einschlagen kann. Ja. Achso, ja. Soll an mich oder? Nee, sag du, John. Ganz kurz noch, also die... Nee, erst John noch mal kurz, den letzten Satz und dann Hans. Genau, ganz kurz, also natürlich CC ist nicht eine Alternative zum Urheberrecht, das heißt, das deutsche Urheberrecht und CC arbeiten wunderbar zusammen. Und es ist auch, was gesagt wurde, ist ja auch keine Entwicklung einer ausländischen Kanzlei, sondern es ist ein Projekt, das aus dem universitären Raum entstanden ist, was inzwischen Beraterstatus bei der WIPO hat. Also ich weiß nicht, wie viel offizieller ein Projekt noch sein soll als Non-Profit-Organisation, um sozusagen den Verdacht zu entgehen, irgendwie eine Art von Lobbyismus in eine bestimmte Richtung zu betreiben. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das deutsche Urheberrecht gilt. Das gilt bei allem, wo ich eine CC-Lizenz dran tue, genauso. Und insofern sehe ich da auch keinen Widerspruch, sondern das Ganze ergänzt sich. CC ist sozusagen ein privatrechtliches Cluster für bestimmte Dinge, die manche Leute beim Standard-Urheberrecht alle Rechte vorbehalten, halt als schädlich ansehen. Und mehr ist es nicht und weniger aber auch. Ja. Das heißt, Hans, vielleicht kurz zu dir. Hans, kann ich dir nur kurz eine Sache fragen? Vielleicht sagst du auch gleich nochmal, hast du schon mal auf Sachen wie dem Free Music Archive oder sowas Sachen unter CC-Lizenz gestellt? Und also das wäre vielleicht auch nochmal eine interessante Perspektive von dir. Aber gleich noch deine Frage hinterher. Ich hab das sogar lustigerweise, weil ich neulich mal nachgeguckt habe, meine allererste Website, also als mich meine Domain registriert habe, das war 2001. Und damals, da war ich noch im Studium in Boston. Und da habe ich schon Songs einfach so reingestellt und Sachen, die ich gemacht habe. Und es war lustig, weil das ist in der Wayback Machine, ist natürlich diese Website noch, die habe ich dann gelesen. War dann sehr lustig. Also ich habe das 2001 schon gemacht. Was ich merke, ist, dass eigentlich dieses Creative Commons so ein bisschen ein Smokescreen aufwirft vor das eigentliche Problem. Man bringt sozusagen einfache Formulierungen, die auf der anderen Seite vielleicht doch wieder kompliziert sind und so. Aber was man vor allem macht, ist, man verwirrt die Leute eigentlich noch mehr, weil erstens ist es nicht durchsetzbar. Das heißt, das muss sich auch keiner dran halten, sondern es gilt trotzdem das bestehende Recht. Und außerdem muss es natürlich innerhalb des bestehenden Rechts funktionieren. Also es ist immer so ein bisschen so eine Frage, was verkaufe ich da eigentlich, was als Nutzer jetzt, was hole ich mir eigentlich als Nutzer, was kriege ich eigentlich und auf was kann ich mich dann nachher auch wirklich verlassen, sozusagen aber vertraglich. Ganz kurz, aber wieso sagst du, es ist nicht durchsetzbar? Michael Hirschler hat doch gerade in seinem Vortrag
dem Beispiel von Mario Sixtus genannt, wo Mario Sixtus ein Foto gemacht hatte, das von Christoph Käse genutzt worden ist und wo er dann, weil es unter Creative Commons Lizenz mit Namensnennung stand, dann tatsächlich dann auch durchsetzen konnte, dass er dafür eine Aufwandsentschädigung bekommen hat. Also es scheint aber nicht auf Basis von Creative Commons, sondern das ist bestehendes Recht. Naja, gut, der Verweis war sozusagen darauf, dass die Creative Commons Lizenz nicht eingehalten wurde. Nee, du hast im Urheberrecht, gibt es einen Passus, der dir ein Recht auf Namensnennung zugesteht. Das heißt, es kann kein Filmemacher einen Film machen mit meiner Musik und sich weigern, mich zu nennen in diesem Film. Ja. Das steht in unserem Recht drin, dafür brauchen wir das Creative Commons nicht. Okay. Na, dann lass uns doch mal kurz diese Debatte, die wir auch schon hatten, die von Michael angestoßen worden ist, nämlich die Frage, die problematischen kommerziellen Inhalte, die man sozusagen nicht so einfach, man kann sie nicht einfach eindeutig unter eine nicht kommerzielle Regelung stellen, aber gleichzeitig gibt es ja auch Inhalte, die man kommerziell nutzen will, aber gleichzeitig auch einer gewissen Gruppe vielleicht auch eingeschränkt verfügbar machen kann. Lukas, wie siehst du da die Situation, also gerade aus der Sicht von Verwertern oder Leuten, die sozusagen sich die Nutzungsrechte eingekauft haben und die eigentlich damit gerne auch die kommerziell nutzen wollen, aber natürlich kein Problem, auch gerne auch eine Reichweite über das Internet aufbauen wollen. Welche Konflikte gibt es da? Ja, ich kann jetzt schlecht aus der Verwertersicht was sagen, weil ich irgendwie selber nie Verwerter war. Also ich habe früher im letzten Job mal Verwerter unter anderem auch beraten, aber ich glaube, dass das Problem bei CC in erster Linie dann auftaucht, wenn man quasi strategisch in, sagen wir mal, traditionellen Verwertungsstrukturen arbeiten möchte, weil man eben, es ist ja auch gerade schon angesprochen worden, diese Rückholung nicht hat. Also ich kann sozusagen mir als Musiker oder auch als Verwerter, der sich Nutzungsrechte einkauft, überlegen, ob man jetzt strategisch sagt, irgendwie bestimmte Werke gibt man frei, aber dann muss man sich im Klaren darüber sein, dass die dann halt auch frei sind und das für immer. Das ist natürlich ein gewisses Problem. Also ich soll ja, also war ja so ein bisschen die Ansage, ein bisschen was dazu sagen, wie man Creative Commons halt im kommerziellen Bereich besser einsetzen will. Und da sehe ich halt im Grunde, dass der Ansatz von Creative Commons erstmal vollkommen in Ordnung ist und gut, nur leider halt irgendwie in dieser Spanne zwischen, ich gebe es sozusagen in Anführungsstrichen komplett frei zur Verteilung, weil das ist ja immer Bestandteil der Creative Commons Lizenz, und ich gebe es quasi nicht für die Verteilung frei. Also ich behalte mir sozusagen diese Exklusivität immer noch vor, dass es in dieser Spanne halt relativ wenig Granularität gibt. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte gerne Teile von Werken, zum Beispiel Samples aus Musikstücken, unter CC stellen, aber das ganze Werk nicht. Das geht halt nicht. Und da wäre es dann halt schon interessant, wenn man sich überlegen könnte, ob man da nicht quasi CC nochmal aufbaut und um solche Lizenzen erweitert, die eben diese kostenlose Verteilung nicht ermöglichen, aber halt eben bestimmte Freiheiten in der zum Beispiel Bearbeitung, Ableitung von Werken und so weiter freigeben, die dann auch gar nicht mal, weil das Urheberrecht das nicht hergeben würde. Also da gibt's genug Regelungen, die solche Sachen auch heute schon ermöglichen, aber die dann halt sehr klar und sehr verständlich sagen, zum Beispiel, was weiß ich, von meinem Musikstück 30 Sekunden könnt ihr nehmen. Eine Szene aus dem Film könnt ihr nehmen und damit irgendetwas machen. Oder irgendwelche, also solche Bestimmungen, die dann halt eben so eine größere Freiheit bei Ableitungen zum Beispiel geben. Aber würde es nicht auch dazu führen, dass das Creative Commons Modell dann noch komplizierter werden würde? Weil wenn man dann sagen würde, ich habe hier eine Creative Commons Lizenz, die ein 30-Sekunden-Sample erlaubt, aber einen 45-Sekunden-Sample nicht, dass das dadurch gerade noch nicht noch, also dass das ursprüngliche Modell von Creative Commons dadurch etwas sehr stark verwässert werden würde? Ich glaube, das Verwässern würde an einer ganz anderen Stelle stattfinden. Ich glaube, der Grundgedanke von Commons ist eigentlich, dass es eben in der Verteilung frei ist. Und insofern würde man sich so ein bisschen von diesem Commons-Gedanken verabschieden in erster Linie, sondern halt tatsächlich Creative Commons sozusagen als Tool nehmen, um bestimmte Musterverträge oder Musterszenarien, die im Urheberrecht so schon möglich sind, einfach nur verständlich
darstellen. Das würde es natürlich verkomplizieren, keine Frage. Im Vergleich zu dem, was das Urheberrecht, also zumindest in Europa oder in Deutschland bedeutet, ist wesentlich einfacher. Kann man sich dann überlegen, was man möchte an der Stelle. Ja, ja. Christian, vielleicht mal sozusagen aus deiner Sicht, du beobachtest ja sehr stark auch, was da an digitalen Tools oft auf den Markt kommt. Es gibt ja eine ganze Reihe auch von Plattformen, die Creative Commons Musik und Filme anbieten. Aber was schätzt du, ist das sozusagen für die Urheber ein interessantes Geschäftsmodell, sozusagen über Reputationsmarketing sich eine eigene Reputation aufzubauen, oder ist das sozusagen nur, sind das nur Orchideenprojekte, so ein bisschen wie Michael das angedeutet hat, dass schon noch der Großteil der finanziellen Probleme mit dem klassischen Urheberrecht im Grunde genommen ausgehandelt werden? Na, ich glaube, es ist am Anfang von Michael auch ganz richtig eingewendet worden, Creative Commons Lizenzen haben nichts mit einem Geschäftsmodell zu tun. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Das heißt, wir sollten nicht hergehen und uns überlegen, wie biegen wir die Creative Commons Lizenzen jetzt so hin, dass sie sich irgendwie kommerziell einsetzen lassen, sondern ich muss mir eigentlich mein Geschäftsmodell überlegen und muss mir dann die Frage stellen, passt die Creative Commons Lizenz da irgendwo rein? Und wenn ich zu dem Ergebnis komme, sie passt nicht rein, dann muss ich die Finger davon lassen. Die Creative Commons Lizenzen sind natürlich eine feine Sache, gerade weil du die verschiedenen Online-Tools angesprochen hast, beziehungsweise ich müsste eigentlich sagen, sie wäre eine interessante Sache. Wir hatten gestern eine Online-Veranstaltung zu rechtlichen Fragen, was den Videoeinsatz im Social Web angeht, und sind da eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, die Creative Commons Lizenzen eignen sich nicht, um irgendwo in sozialen Netzwerken aktiv zu werden. Aus einem einfachen Grund, weil ich eigentlich die Kennzeichnung der einzelnen Werke nicht mittransportieren kann. Ja, das geht so, auf Pinterest geht das jetzt so rudimentär, weil ich kann es unten reinschreiben in den Kommentarteil, aber in dem Moment, wo ich etwas mit einer CC-Lizenz versehen auf Facebook verwenden möchte, ist die Sache eigentlich gegessen. Ja, also das ist ein Punkt, der dazu spricht, ich kann sowas dann unter Umständen auf meiner eigenen Seite verwenden, da kann ich die einzelnen Werke dann auch entsprechend mit Hinweisen versehen, aber wenn das irgendwo wandern soll, dann glaube ich, ist die Creative Commons Lizenz nicht geeignet und dann macht es auch keinen Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, ob ich diese Art von Lizenz für meine Geschäftsmodelle verwenden kann. Lukas, du wolltest ja direkt darauf reagieren? Ja, also das war jetzt auch gar nicht der Gedanke. Also zu sagen, man müsste jetzt irgendwie Creative Commons dahingehend verändern unbedingt. Ich glaube aber, dass viele, viele Probleme, die wir halt haben in diesem Bereich, dass wir halt relativ viele Kreative haben, die gerne Dinge freigeben wollen, aber nicht unbedingt die Verteilung bzw. bestimmte andere Rechte nicht freigeben wollen, dass man sich an Creative Commons da, zumindest wenn man im Rahmen des bestehenden Rechts, das Urheberrecht irgendwie ein bisschen verständlicher, ein bisschen angenehmer gestalten möchte, sich an Creative Commons ein gutes Beispiel nehmen kann. Und sozusagen halt, ob man das dann noch Creative Commons nennen kann, wie gesagt, das halte ich für unmöglich, weil es eben diesen Commons-Gedanken nicht mehr beinhaltet. Aber zu sagen, man setzt sozusagen kommerziell verwendbare Lizenzmodelle auf Creative Commons auf und nimmt sich in Creative Commons zum Beispiel, das halte ich für sehr sinnvoll. Okay, aber jetzt vielleicht nochmal, ich meine, weil es auch das bei Twitter, John, vielleicht kannst du das nochmal wirklich klar machen, sozusagen, welchen Rechtsstatus hat dann eine Creative Commons Lizenz? Also sozusagen, du sagtest, CC hat Beraterstatus bei der World International Property Rights Organization, aber ist das sozusagen, es gibt. Also wie ist das, weil wir das auch studiert haben, mit der Frage der Einklagbarkeit von Creative Commons Lizenzen, wenn die falsch verwendet worden sind, ist da das nationale Urheberrecht immer das, was da relevant ist? Oder ist Creative Commons eine internationale Norm, die sich jetzt herausbildet? Naja, die Funktionsweise ist so, es ist ein privatrechtlicher Nutzungsvertrag und der bietet einem Freiheiten über den gesetzlichen Standardfall alle Rechte vorbehalten, unter Bedingungen.
Wenn ich die Bedingungen nicht einhalte, dann gilt wieder der gesetzliche Standardfall und dann kann ich jeden abmahnen oder verklagen, der sich nicht an die Lizenz hält. So funktioniert jede Nutzungslizenz, nicht nur CC, so funktioniert rechtliche Einräumung von Nutzungsrechten allgemein. Und insofern ist die Durchsetzbarkeit dieselbe wie bei jeder anderen Lizenz auch. In diesem Falle ist es halt so, dass die Lizenz für jedermann gilt, sich an jedermann richtet, wie auch die GNU-Lizenz von Linux. Da ist nur der Adressatenkreis eben sehr, sehr groß. Und potenziell ist deswegen natürlich der Umgang damit ein bisschen anders. Aber rechtlich funktioniert das genauso. Was gesagt wurde mit was das Problem in Social Media ist ganz klar, natürlich, das hat man aber mit jedem Material, was man bei Facebook postet, wo man dann nämlich überhaupt keine Rechte hat. Das heißt, wenn ich eine CC-Lizenz an dem Material habe oder nicht, also das macht auf Social Media eigentlich keinen Unterschied. Ich muss tricksen, wenn ich sozusagen den Portalen, die es nicht direkt anbieten, wenn ich da meine CC-Lizenz, meinen Hinweis auf die CC-Lizenz unterbringen will. Das heißt, ich muss irgendwie in meine Videos am Ende Slides einbauen, die sagen, dieses Video steht unter CC-Lizenz und dann geht das natürlich auch bei Facebook. Aber das ist unkomfortabel, das macht niemand. Und insofern ist das Problem natürlich da, aber auch das hat man mit jedem anderen Material, wo alle Rechte vorbehalten sind, genauso. Und zur Sampling-Geschichte noch gesagt, CC hatte am Anfang ja eine Reihe von Sampling-Lizenzen, hat also Sampling und Sampling Plus und so weiter angeboten. Gerade aus dem Grunde, weil manche Leute gesagt haben, nee, wir brauchen doch was, wo man nicht alles weiterverteilen darf, aber man darf samplen. Und das ist einfach nicht angenommen worden. Das haben wir dann irgendwann wieder eingestampft, weil wenn es nicht genutzt wird, dann ist offenbar der Bedarf dafür doch nicht so groß. Oder es ist an anderer Stelle vielleicht nicht angenommen. Stattdessen gibt es jetzt CC Mixter, diese Plattform, auf der man direkt Samples einstellt. Das heißt, man macht selber Samples aus den eigenen Songs, stellt die da rein zur Nachnutzung und dann hat man das Problem so ein bisschen umschifft, weil dann das Werk an sich ist dann schon der Sample, der gesamte. Und insofern, es gibt immer so ein paar Sachen, die kann man, da kann man so drum rumschiffen, solchen Strukturen. Und im Grunde funktioniert es wie jeder andere Nutzungsvertrag auch. Okay. Vielleicht noch an der Stelle, aber sozusagen, weil das wird mich jetzt wirklich sehen. Weil du auch sagst so, bestimmte Lizenzen wurden wieder eingestampft, weil die nicht genutzt worden sind. Wie ist denn sozusagen die Entscheidungsmöglichkeiten bei Creative Commons und wie kann denn jetzt ein einzelner Urheber da mitdiskutieren und sich da einbringen? John. Also die Diskussionen laufen in so Zyklen ab. Das heißt, irgendwann wird eine neue Lizenzversion angestoßen und dann wird eine öffentliche Diskussion darüber eingeleitet, dann wird ein Entwurf erstellt, dann wird der nochmal diskutiert und dann wird eine Endfassung gemacht. So ist es in den letzten Jahren passiert, allerdings auch immer nur dann, wenn wirklich der Bedarf irgendwo fühlbar da war, dass man jetzt nochmal was verbessern muss. Es soll jetzt eigentlich, diese 4.0 soll eigentlich jetzt die endgültige CC-Lizenz sozusagen sein. Ob das so sein wird, weiß ich nicht, aber einbringen kann man sich eben über die Standardkanäle, über Mailinglisten, über Diskussionsforen. Es wird auch auf Konferenzen immer wieder der Kreis geöffnet, da können Leute sich einbringen. Also in dieser Weise läuft das. Ist halt ein weltweiter Prozess. Entsprechend umständlich ist es, alle Meinungen und alles unterzubringen, aber es wird zumindest versucht. Welche Neuerungen gibt es denn dann genau in 4.0? Sind denn da Sachen, die jetzt schon sozusagen sichtbar sind, die dann sozusagen 4.0 bringen soll, 3.0? Also eine ganz grundlegende Neuerung wird sein, der Umgang mit Daten, mit dem Datenbankenschutzrecht. Also es gibt ja in Europa speziell den sui generis Datenbankenschutz, den es anderswo auf der Welt nicht gibt. Da hatte CC früher eigentlich immer gesagt, das ist Teufelswerk, das wollen wir nicht, das nehmen wir gar nicht in die Lizenz auf. Inzwischen ist aber deutlich geworden, dass viele öffentliche Institutionen mit CC-Lizenzen deswegen Probleme haben, weil der Umgang mit den Daten deswegen in den Lizenzen bis zur 3.0 entsprechend sehr, sehr frei war. Und manche Institutionen haben an ihren Content nur noch Datenbankenrechte. Deswegen musste da sozusagen Umsteuerung passieren. Die wird, glaube ich, auch in der 4.0 sein. Ansonsten wird der Lizenztext, also nicht diese vereinfachte Darstellung, nicht diese Deed, von der ich gesprochen hatte vorhin, sondern der Lizenztext wird eine andere Struktur kriegen, wird leichter lesbar sein. Vom Inhaltlichen her wird er
an einigen Stellen nachjustiert, was Verwertungsgesellschaftenrechte angeht, was die Namensnennung, also wie die Namensnennung durchgeführt werden muss, angeht, wie das auch automatisiert werden kann. Da sind so ein paar Neuerungen drin und ansonsten ist es noch im Fluss. Das heißt, man kann sich jetzt auch noch einbringen und sagen, hier, da muss doch noch folgende Funktion mit rein. Das ist also alles noch offen. Und ich freue mich auch immer über Anregungen, wenn da jetzt noch wirklich begründete Ideen sind, wo man sagt, hier, das hat doch nie geklappt mit dieser Geschichte, lass uns das doch mal anders machen. Da gebe ich das auch dann gerne weiter nach. Okay. Wolfgang wollte noch eine Anmerkung von Twitter einbringen und eine eigene Frage. Wolfgang? Also die Anmerkung richtet sich an Michael. Es wird auf Twitter diskutiert, warum seine Folien zu Creative Commons ganz normal jetzt urheberrechtlich geschützt sind. Also der soll das bitte, wenn möglich, gerne selber beantworten auf Twitter. Und ich würde mich gern, also mich würde interessieren, wo informiere ich mich denn jetzt? Also wo komme ich zu meinen konkreten Infos, wenn ich mich jetzt damit beschäftigen will? Also angenommen, ich bin jetzt Musiker oder Schriftsteller oder Filmemacher und will da was machen. Wo gehe ich hin? Weil natürlich gibt es Creative Commons als Webseite, da kann man sich über die Lizenzen informieren, aber wie ihr ja schon gesagt habt, oft ist es dann doch auch noch zu kompliziert. Wie mache ich das am besten? Kann man sich an euch wenden oder gibt es da irgendwie regelmäßige, keine Ahnung, Mailings, Facebook-Gruppen, keine Ahnung, wo auch immer. Würde mich interessieren. Ja, also ich sozusagen so eine anonyme Creative Commons-Nutzer, sozusagen, so wie bei den anonymen Alkoholikern oder sowas. Hallo, ich bin der Carsten. Ja, oder auch gerne einfach eine Community, in der man sich auch als Künstler oder Kreativer austauschen kann und einfach Erfahrungen austauschen kann. Also wo hat es bei wem wie funktioniert, wer nutzt. Also eigentlich das, was wir jetzt alles hier diskutiert haben, aber noch auf längerfristig und asynchron und nicht live, sage ich jetzt mal. Ja, es gibt natürlich die entsprechenden Mailinglisten, CC Licenses ist die Hauptliste, auf der diskutiert wird. Also Einzelfragen, wie ist das jetzt zu sehen und wie ist jenes zu sehen. Aber das ist natürlich als Kanal nicht besonders zugänglich, weil ich müsste mich durch die ganzen Mailinglistenarchive durcharbeiten. Das ist natürlich nicht zugänglich irgendwo. Deswegen, die Hauptanlaufstelle sind immer die FAQs auf der CC-Seite. Aber man muss sagen, was ja eben auch schon anklang, CC stellt vor allen Dingen das rechtliche Werkzeug zur Verfügung. Was man damit dann macht und wie man das Geschäftsmodell da drumherum baut, zum Beispiel, es gibt auch diese Funktion CC Plus, da kann ich also eigene Lizenzbedingungen formulieren, die kann ich dann über so eine Schnittstelle in die Lizenz einklinken. Wie ich damit umgehe, was ich da für eigene Bedingungen formuliere, zum Beispiel als Rückausnahme von Non-Commercial, alles so Sachen, das kann CC nicht für die ganze Welt sozusagen denen erklären, wie sie das machen sollen, sondern da gibt es zunehmend Dritte, die entsprechende Geschäftsmodelle unterstützen oder selber anbieten. Eins ist zum Beispiel Restorm aus der Schweiz, also die gerade Musikern dabei helfen, die Lizenzen einzusetzen, für sich da sozusagen das Beste rauszuholen. Und das sind, glaube ich, die besseren Ansprechpartner, als wenn man alles versuchen wollte, über das CC-Projekt selber abzuschließen. Aber ich meine, man muss natürlich sehen, es muss auch eine gewisse Durchsetzbarkeit haben. Also insofern ist es bestimmt für die Nutzer auch wichtig, tatsächlich vielleicht im Gesetzestext nachzugucken oder sich zu informieren, wie es denn jetzt wirklich auch dann vor den Gerichten durchzusetzen ist, im Zweifelsfalle gegen jemanden wie Christoph Käse. Ja, klar. Also Christoph Käse ist natürlich ein dankbarer Gegner, aber er muss sich genauso dem deutschen Urheberrecht unterwerfen, wie andere auch. Und man sollte auf jeden Fall wenigstens mal die Lizenz selber gelesen haben. Das ist leider bei vielen nicht der Fall. Viele machen eine CC-Lizenz an ihren Content und haben nicht mal einmal die Lizenz selber gelesen, die sie da vergeben. Und das ist ein Problem, da habe ich noch keine wirklich patente Lösung. Ja, das sind aber auch, also das ist auch was, Entschuldigung, ich weiß, wir sind almost out of time, aber das ist was, wo wir sozusagen alle gemeinsam einfach die Nutzer und die sozusagen das kollektive, kreative Individuum bilden müssen und ihnen sagen müssen, hier, das sind deine Rechte, das gibst du weg, das kann jemand damit machen, Achtung, hier macht jemand, hier kannst du zurückholen und so. Und das ist eigentlich das, an dem wir
zusammenarbeiten müssen, dass wir die Nutzer und die Urheber, also die jetzt nicht die Professionellen, die wissen es meistens, aber die anderen eben auch darüber aufklären, auch eben gerade im Hinblick auf Facebook, Pinterest und all diese Services, die sich alles nehmen und nichts weitergeben sozusagen und natürlich über die Werbeeinnahmen wahnsinnig sich finanzieren. Mhm. Ja, wir sind sozusagen fast angekommen bei 11 Uhr. Das war eine kurze, sehr knackige Session, auch sehr informativ. Ich möchte mich noch wirklich bei allen bedanken. Wir haben natürlich auch noch eigentlich ein paar Sachen auch noch nicht angeguckt. Die wollen wir dann in den weiteren Copyright-Sessions, die wir auf UniTV machen, diskutieren. Wir haben auch zum Beispiel schon überlegt, eine Spezial-Session zum Thema Pinterest zu machen und zu gucken, wie sieht es denn da aus mit den aktuellen AGB-Änderungen bei Pinterest. Genau, da wird es sicherlich eine Reihe spannender Fragen geben. Wir machen auch immer auf UniTV, gibt es die Frage von digitalen Geschäftsmodellen, insbesondere Crowdfunding, und da gibt es auch interessante Überschneidungspunkte. Es gibt zum Beispiel die Webseite unglue.it, das ist ein amerikanischer Verlag, der helfen will, Bücher unter Creative Commons zu stellen. Wir werden über GEMA und YouTube reden und dort versuchen sozusagen zu diskutieren, warum es da Probleme gibt. All diese Sessions findet ihr auf UniTV parallel gibt es diese Urheberrecht, die findet ihr auf collaboratory.de. Da kann jeder mitmachen, auch nicht nur Leute, die in Berlin sind. Einfach an mich und an die anderen Koordinatoren eine E-Mail schreiben. Und wir werden öfter jetzt auch solche virtuellen Diskussionen machen und fordern euch auch auf dazu, da aktiv euch da einzubringen. Wir sehen uns hoffentlich zum Teil auf der Republika, wo wir das Thema Urheberrecht weiterführen werden. Und ansonsten möchte ich mich wirklich bei allen bedanken, die heute in den Hangout gekommen sind. Also Christian, Hans, Lukas, John, Michael und natürlich vielen Dank an Wolfgang und Fabian für die Moderation. Im Hintergrund, Social Media und auf jeden Fall ein großes Dank an alle Leute, die über Social Media dazugeguckt haben, Livestream. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag.